Hallo, hier ist wieder euer Shoninja und ich habe gerade mal wieder Bock auf eine Runde Yu-Gi-Oh! Und das starte ich jetzt auch gleich. Ich habe es ewig nicht gespielt und bin mal gespannt, inwieweit ich eine Chance habe und durchhalte. Ich habe gewonnen, also fange ich doch mal an. Oh, unsere Vogelscheuche. So, gehe ich mal auf Defense erste Runde. Und lege meinen Clayman mit 2000 Verteidigung. So, er hat eine Karte gezogen und mir 1000 Lebenspunkte gegeben. Das Bild kann ich eigentlich mal ausblenden, das ist ein bisschen im Weg. So. Was haben wir denn hier? Oh, Elementary Shadow Mist. Auch ein Elementar halt. Wenn ich den Angriff rausnehme, dann. Nee, ich lasse den Angriff mal durchgehen. Weil so hat er schön 1000 Schaden bekommen. Jetzt sieht er zwar, dass ich Clement runter habe, aber das soll mir mal egal sein. White Roller, nur leider habe ich noch keine Karte, um ihn zu besiegen. Tja, dann gehe ich mal auf Risiko und spiele mal Burst. Oh nein! Ein 2-4er. LOL! Musketeero Dark Law. Und er konnte sich noch eine Karte ziehen. Schade, ich war zu langsam. Den Angriff will ich natürlich nicht wiederholen. Was macht er? Wenn er nur mit denen angreift, könnte ich den Angriff mit der Vogelscheuche verhindern. Aber ich möchte ja auch den vielleicht weg haben, damit ich die nächste Runde direkt angreifen kann. Das wäre natürlich auch gut. Jetzt legt er sich ein finsternes Monster auf dem Deck, das kann natürlich auch böse enden noch. Was ist das jetzt? Derselben Eigenschaft. Na, mal sehen. Sein Zug in der, geht auch zur Neige. Fett. Anki. Gratulation! Jetzt hat er aber schon ganz schön viel gespielt. Ich habe bisher noch gar nichts an. Alter, es kommt jetzt noch ein XYZ. Warte, jede Karte, die auf den Friedhof deines Gegners gelegt wird, wird stattdessen verbannt. Okay. Diese Karte kann den Gegner direkt angreifen. Warum der nicht? Warum der nicht?
kann weder durch Kampf noch durch Karteneffekte zerstört werden. Scheiße. Wenn du Schaden durch einen Angriff, an dem diese Karte betätigt ist, oder durch den Karteneffekt deines Gegners erhältst. Diese Karte erhält Attacke in Höhe des Schadens, den du erhalten hast. Aha. So, dann muss ich hier mal schnell mir irgendeine Karte sichern, mit der ich zum Sieg komme. Zum Beispiel das Fusionstor. So, erstmal auf Defense gehen, zwei Runden ausharren und dann kann ich hoffentlich was machen. Kacke, jetzt habe ich nicht geguckt, mit wem er angegriffen hat. Schicksalsheld Diamond. Mache ich natürlich nichts. Da mache ich dann natürlich was. Heißt nur ausharren und überleben. Weil jede Fusion, die ich machen kann, die reduziert oft die Hälfte der Angriffe. Und die Fusion selbst ist ja auch noch stark. Ich brauche nur so lange noch Monster. Wenn er jetzt noch zwei zerstört, kann ich mit Fusionstor schon nichts mehr machen. Also ich habe da noch einen Helden, aber das bringt mir nichts. Außer ich mache eine Fusion mit einem Erdemonster und einem Held oder sowas. Ich habe auch ein paar drin, die wirklich nur Monstertypen bedarf. Irgendwo hier ein Erdemonster und ein Elementarheldmonster. Werden die Attacke attackiert vom Gegner, sind 2-2, ist seiner dann nur noch 1-5, dann kann ich ihn besiegen. Hm, was kommt denn jetzt? Aber er kommt an meiner Verteidigung nicht vorbei. Er kann 2 zerstören. Ah, scheiße, was kommt jetzt? Noch so ein fettes Vieh. Verteidigung angreift, das dein Gegner kontrolliert, zerstöre alle Monster in Verteidigungspositionen, die dein Gegner kontrolliert. Oh mein Gott. Zerstöre alle anderen Monster, die du kontrollierst, die in diesem Zug keinen Angriff deklariert haben. Die in diesem Zug keinen Angriff. Die keinen Angriff deklariert haben. Das heißt, selbst wenn er angreift und ich verhindere es damit, hat er den Angriff deklariert und ich kriege trotzdem den Schaden. Wenn ich das jetzt mache, dann greift er die anderen an und ist tot. Der Schadensberechnung, falls diese Karte Monster in einer Verteidigungsposition angreift. Zerstöre alle Monster nach der Schadensberechnung. Die kommt erst später. Also kann ich den dann noch verhindern. Ja, das ist das Einzige, was ich machen kann. Deswegen hat er wahrscheinlich auch mit dem anderen angefangen anzugreifen. Du Arschgesicht. Schreibt sie so spät noch. Keine gute Runde. Vor allem, es stoppt jetzt auch nichts bei ihm. Aber am besten wäre, wenn ich jetzt wirklich Klingenschwerter ziehen würde. So, muss ich mal schauen, was ich machen kann.
der wäre natürlich richtig gut. Ich zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert. Warte mal, wie stark wäre der? Der ist von sich aus schon 2,6. Und er verbannt ja auch 2. Für jeden deiner Verbannte muss er kann nicht auf andere Art. Wenn ich Shining spiele, gehe ich auf Risiko, aber dann müsste der mindestens, was habe ich gesagt, plus 600, müsste ich mindestens 3,2 stark sein. Man müsste seine damit besiegen können. Wenn ich natürlich absoluter Nullpunkt spiele. Ich regiere auf Risiko. So, und jetzt muss ich gucken. Wenn du Schaden durch einen Angriff an dieser Karte beteiligt ist oder durch einen Karteneffekt deines Gegners erhältst, diese Karte erhält Angriff in Höhe des Schadens. Scheiße. Das habe ich jetzt nicht bedacht. Wenn die Karte beteiligt ist oder durch einen Karteneffekt deines Gegners erhältst, das heißt, wenn die Karte angreift. Scheiße! Die Runde war zu Ende. Nein! Dann wäre der nämlich stärker geworden. Das habe ich gerade überlegt. Fuck. Ja, da war ich jetzt aber selbst schuld. Ich habe die Rundenzeit auf 1 Minute gepackt. Fuck, ey. Kacke. Wenn er mir jetzt meine zurückgibt, ist mein Monster schwächer. Bis zu 3 Monsterkarten, okay. So schlau hat er jetzt nicht gedacht. Weil der kriegt dafür jedes verbannte Monster von mir Stärke drauf. Ich hoffe ja, dass er jetzt an seinem eigenen Effekt zugrunde geht. Wenn er nicht angreift, dass seine Karten vernichtet werden. Das Vieh schon wieder. Will er angreifen? Warum will er angreifen? Kann weder durch den Kampf... damit er nicht zerstört wird, oder was? Alter, das ist ja... Wenn jetzt der Karteneffekt eintritt, dann habe ich noch eine gute Chance. Ja! Anzahl der Monsterkarten in meinem Friedhof ist 3. 1200, das lohnt nicht. So, diesmal will ich jetzt aber nicht den Fehler machen. Kann weder durch Kampf, die kann auch gar nicht zerstört werden. Das heißt, wenn die jetzt Schaden kriegt, dann ist die 3200 stark. Dann gehe ich auf den. Den hebe ich mir auf. Knapp. Hätte ich aber... In der Hinsicht war es jetzt gut, dass ich letzte Runde nicht angegriffen habe, weil dadurch hat er jetzt all seine fucking Monster verloren.
Jetzt habe ich gerade hingeguckt. Jeder Kampfschaden, den dein Gegner aus Kämpfen mit dieser Karte erhält, wird zu null. Einmal pro Spielzug, du kannst ein Effektmonster in deinem Friedhof wählen. Verbanne das gewählte Ziel. Falls du dies tust, wird der Name und die Attacke dieser Karte bis zum Ende Phase derselbe wie der Name und die Attacke dieses Monsters. Und sie erhält die Effekte des Monsters. Alter, du musst diese offene Karte kontrollieren, um diesen Effekt zu aktivieren und auszulösen. Heftige Karte. Einmal pro Zug, Spielzug. Den dein Gegner auskämpfen mit dieser Karte. Also kriegt er dann trotzdem Schaden. Ja. Jetzt kriegt er einmalig mehr Schaden. So. Er kriegt zwar... Ach scheiße, das war dumm. Das war so dumm. Das war so dumm. Ich habe ihm zwar jetzt Schaden gemacht, aber das war so dumm. Fuck. Ich habe nicht daran gedacht, dass er... Ich hätte warten sollen darauf, dass er mich angreift. Fuck, fuck, fuck. Genau, jetzt greift er nämlich mit. Oder macht noch irgendeinen anderen krassen Zug. Meine Tod. Okay, seine ist dadurch nicht stärker geworden. Die ist jetzt wenigstens noch zerstörbar. Aktivieren. Ich weiß noch nicht, was ich rauskriege. Zwei Erdemonster, eins Finsternis. Wie stark ist der? Ich habe 1, 2, 1, 2, 3, 4. Was? 4 nur? Tatsache, nur 4 Monster auf dem Friedhof. Ah, eine Polymerisation. Kacke. Den wollte ich jetzt eigentlich nicht. So, wenn ich den halbiere, kriegt er nochmal ordentlich Schaden. Wenn ich den halbiere, ist der ins 4. Ja! Es waren genau 2200. Ja! Ich bin so gut, Coole Runde, echt coole Runde.